Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist wieder Kakerlaken-Party-Zeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues auf dem Kanal, sondern die gesamten Anrufe der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag, spreche ich mit der Schlemmerdonner. Sigmund, hallo. Ich rufe, weil Sie haben sich bei uns heute für Handel im Finanzmarkt angemeldet. Es geht um Handel im Bereich Kryptowährungen, korrekt? Rufen Sie an, weil ein großer Anteil von unseren Kunden keine Erfahrung am Finanzmarkt haben. Oder mindestens nicht mit Kryptowährungen und wir möchten kurz erklären, wer das funktioniert. Ist das okay? Okay. Haben Sie schon Erfahrung mit Investitionen oder sind Sie neu dabei? Nee, da habe ich noch gar keine Ahnung. Okay, Sie haben sich mit der E-Mail hartmut.schimmeldonner@gmx.de angemeldet. Ist das die richtige E-Mail? Ja, das haben Sie richtig vorgelesen. Also Sie sind der Sigmund, aber die E-Mail ist Hartmut, okay? Genau. Okay. Wie Sie wahrscheinlich gesehen haben, es geht um Handel im Bereich Kryptowährungen. Das ist eine flexible Investition. Ist nicht wie ein Aktiendepot. Flexible Investition bedeutet, es ist nicht wie ein Aktiendepot, wo Sie für 1, 2, 3, 5 oder 10 Jahre abwarten müssen, bis Sie Ihre Investition auflösen können. Beim Kryptowährungenhandel generell können Sie jederzeit Ihre Investition erhöhen und dann teilweise oder komplett Ihre Investition auflösen, wenn Sie einen passenden Gewinn haben. Ja? Und sagen Sie mal, theoretisch, rein theoretisches Beispiel, Sie haben eine Kryptowährung, wo der Preispunkt zum Beispiel auf 1 Euro ist. Theoretisch, falls der Preispunkt 2 Euro erreicht, Sie können, falls der Gewinn Ihnen gefehlt, Sie müssen nicht die ganze Sache auflösen, Sie können 10% oder 20% oder 5% von der Investition schließen, auszahlen und da weiter handeln, falls Sie denken, dass diese Kryptowährung wieder noch nach oben geht. Sehr wichtig natürlich, Sie haben unsere Kundenunterstützung, falls Sie die brauchen, ja, per Telefon, per E-Mail, per Chat, je nachdem. Manche Kunden möchten mehr über den Markt erfahren, Schritt für Schritt diskutieren, was wie und warum auf dem Markt passiert. Andere Kunden möchten sich eher gar nicht mit dem technischen Teil beschäftigen und die möchten nur die Rendite überprüfen. Ihre Entscheidung, wie sie vorgehen, ja. Sie können daran Interesse zeigen, aber es ist nicht unbedingt, ja. Die Minimuminvestition, mit denen Sie starten können, ist 240 Euro. Haben Sie wahrscheinlich gesehen, oder? Ja. Sie können mit jedem gewünschten Betrag handeln. Das ist Ihre Entscheidung. Laut meiner Erfahrung mit Kunden, die meisten Fragen in Bezug auf den Kryptowährungen von sich selbst kommen erst, nachdem sie investiert haben, nachdem einige Wochen vorbei sind. Sie haben wahrscheinlich zum Beispiel etwas darüber gelesen und sie möchten etwas fragen. Generell, am Anfang haben sie irgendwelche Fragen, irgendetwas generell, das komplett unklar ist, wie das funktioniert, oder? Ja, was muss man denn da machen? Also Sie öffnen Ihr Handelskonto, also es ist geöffnet, es ist momentan ein Demokonto ohne Investition. Nachdem Sie Ihr Konto aktivieren mit 240 Euro oder mehr, wird der Handel gestartet. Ja. Und dann, wie gesagt, Sie können sich ab und zu einloggen und überprüfen, was mit Ihrem jetzigen Kapital passiert. Nur als Hinweis, bei Kryptowährungen Handel, manchmal kann es sein, dass man ein bisschen mehr Geduld haben muss, ja, bevor sich das entwickelt, ja, für einen richtig guten Gewinn. Ein paar Wochen, manchmal einen Monat, je nachdem, ja. Denken Sie, dass Sie das ausprobieren möchten, austesten möchten? Was heißt denn ausprobieren? Mit der Minimuminvestition. Sie können ohne Investition am Finanzmarkt nicht handeln. Ach so. Aber ich dachte, ich habe da ein Depotkonto, dann kann man doch da erstmal, oder nicht? Also Sie können auf dem Demokonto ja mit
Spielgeld handeln, aber ohne Unterstützung. Und mit Spielgeld bekommen sie eine falsche Vorstellung für den Markt. Weil auch wenn sie probieren zu handeln, also im Hintergrund, im Kopf, also man weiß, dass das nicht echtes Geld ist. Und ja, also aber im Endeffekt, sie können, wenn sie Demo handeln, das bedeutet sie, Demo ist Test, nicht mit Echtgeld. Genau. Sein Spiel. Und das nennt man dann Test. Genau. Dann kriege ich noch nicht nur 250 Euro, wenn ich es mit Spielgeld testen kann. Aber mit Demo bekommen sie keine Unterstützung und sie müssen alles selbst machen. Achso, also erklärt, wenn es keiner geht. Ja, wenn sie keine aktive Investition haben, erwarten sie, dass wir ihnen Unterstützung geben, wenn wir aktive Kunden haben. Das macht meine normale Bank ja auch. Die erzählt mir ja und zeigt mir vorher auch erstmal offline, wie das alles funktioniert, bevor ich das mache. Ich kann Ihnen die Webseite zeigen, aber aktive Unterstützung bekommen Sie mit Spielgeld nicht. Das passiert mit keiner Brokerplattform. Kann ich Ihnen schon direkt sagen. Nur noch macht meine Bank das dann so? Die hilft ja. Die macht das ja. Mit Spielgeld. Und Ihr Bank macht das. Man auch einen Mitarbeiter, den man fragen kann. Sie haben mir jetzt doch gesagt, dass Sie keine Erfahrung am Finanzmarkt haben. Da habe ich ja auch nicht. Muss ich ja auch nicht. Dann haben Sie schon. Wenn Sie mit der Bank gehandelt haben. Nee, ich habe ja nicht gehandelt. Sie kriegen keine aktive Unterstützung, wenn Sie ohne Geld handeln. Sie können sich gerne auf unsere Seite einloggen und schauen, wie das alles aussieht. Sie können ein Demokonto öffnen und falls Sie möchten, selbst handeln. Aber damit Sie Geld verdienen und Unterstützung bekommen, es gibt eine Minimuminvestition und ich glaube, dass 250 Euro im Vergleich zu den meisten Möglichkeiten beim Banken, besonders beim Aktienhandel zum Beispiel, ist mehrmals kleiner. So, sind Sie daran interessiert, Ihr Handelskonto zu aktivieren, oder? Dann ja, testen, aber das kostet ja kein Geld. Das ist ja mal eine kostenlose Kostenprobe. Sind Sie daran interessiert, Ihr Handelskonto zu aktivieren, ja oder nein? Antworten Sie nicht auf meine Frage, oder? Sie können ohne Geld keine aktive Kundenunterstützung bekommen. Ja, das hatte ich schon gesagt, das habe ich auch verstanden. Aber Sie sagten ja, dass es da so ein Testkonto gibt. Das möchte ich dann haben. Ja, Testkonto mit der Minimuminvestition. Falls es Ihnen nicht gefällt, können Sie jederzeit auszahlen. Nee, das kann ja dann wenn es funktioniert, funktioniert es ja nicht. Ich habe es ja ausgedacht. Deswegen möchte ich ja erstmal ein Testkonto. Sind Sie bereit, Ihr Konto zu aktivieren mit 240 Euro, ja oder nein? Ja, sobald der Test abgeschlossen ist, ja. Sie bekommen keine Unterstützung ohne Investition. Verstehen Sie das oder nicht? Ja, das hat gesagt. Das haben Sie ja mehr geholt. Okay. Werden Sie Ihr Konto mit 240 Euro aktivieren oder nein? Sag ich doch gerade. Nur noch ein kleines Buch mit dem Buch, wo ich dann muss, damit ich das ausprobieren kann. Na, auf unserer Hauptseite. Sie haben schon die Information, ja. Wenn Sie sich angemeldet haben. Und Sie können uns Bescheid geben, wenn Sie mit Ihr Test-Demo bereit sind. Und dann können wie wir heißt weiter. Denn Ihre Hauptseite? Hallo? Hallo? Ja, geht's jetzt? Ja, Herr Puffelhahn, hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich was. Gut. Mein Name ist Dennis Köhl, Firma Chart Peak Trade. Es geht um Ihre Anmeldung mit Tesla. Sie haben das vor 2 Minuten gemacht, stimmt das? Sicherlich, ja. Wenn Sie sagen, das steht da drin, dann wird das so sein, ja. Ja, und von unserer Seite haben Sie automatisch ein Konto bekommen. Ich bin dafür da, mit Ihnen gemeinsam dieses Konto bis Ende zu aktivieren. Um den Berater auszuwählen. Okay. Aha, interessant. Was ist interessant? Nur Ihre Aussage, hört sich gut an. Okay, gut. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie sich für den Handel angemeldet, oder? Na, die Frage hatten wir doch schon eingangs, oder nicht? Haben Sie schon vergessen? Was habe ich vergessen? Na, haben wir doch schon ganz am Eingang des Gesprächs schon einmal geklärt. Oder haben Sie das vergessen? Nein, ich überprüfe das noch einmal. Ach so. Ich frage das noch einmal. Ja. Tröppelt hält ja bekanntlicherweise schlechter.
Nein, sein. Okay, kein Problem. Okay, dann Herr Puffelhemd, ja, ja. Jetzt von meiner Seite vorbereite ja, ich die Plattform. Mhm. Sagen Sie mir bitte, ja, kann ich ja, den Link zur Plattform per E-Mail abschicken? Geht das? Was war das? Ich habe da noch ein schmutziges Wort verstanden. Können Sie das nochmal wiederholen? Weil ich glaube, da war was mit der Verbindung und deswegen hat sich's als schmutziges Wort angehört, aber war gar kein. Ich will den Link zur Plattform per E-Mail abschicken. Geht das? Schon wieder dieses schmutzige Wort verstanden. Mhm. Ich verstehe nicht so ganz, was Sie meinen, glaube ich. Vielleicht verstehen Sie nicht. Wissen Sie, was ist einen Link? Ja, das mit dem Link habe ich verstanden, aber das mit dem Abschicken danach, das fand ich sehr, sehr anstößig. Also, das verstehen Sie nicht. Okay, dann können wir auch so sagen. Ja, ich möchte einfach einen Link senden. Das ach ja, genau. So kann man, jetzt habe ich das verstanden. Ja, jetzt hat sich das nach einem normalen Wort angehört. Jetzt war das nicht so pervers. Okay, das ist sehr schön. Okay. Ja. Dann, ja, sagen Sie mir bitte, sind Sie es am Rechner oder am Handy? Nee, im Moment habe ich meine Finger in einem Eimer mit Wasser und da habe ich einen Lappen in den Händen. Okay, aber haben Sie Handy oder Laptop oder Rechner oder Tablet? In meiner Hosentasche, ja. In meiner Hosentasche habe ich ein Handy. Sie haben noch Handy, ja? Nö, ich habe auch einen Laptop und einen Rechner und das andere Zeug alles. So, das braucht man ja heute alles. Mhm. Womit werden Sie denn weiter arbeiten? Wie meinen Sie das? Was meine ich? Ja, ich habe die Frage nicht verstanden. Womit werden Sie weiterarbeiten? Mit Laptop, Tablet, Rechner oder Handy? Ach so, das weiß ich nicht. Also bis jetzt hat mein Arbeitgeber immer gesagt, ich darf keinen Computer haben. Okay, dann entscheiden Sie sich. Ja, weiß ich nicht. Das überfordert mich. Okay. Ja. Okay, dann machen wir so jetzt. Okay, bevor wir das alles noch anfangen, stelle ich mal Fragen. Genau, machen wir so erstmal. Ja. Erstmal machen wir das so. Sagen Sie mir bitte, haben Sie welche Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Nee, auf dem Finanzmarkt jetzt nicht so. Eher so auf einem anderen Markt. Auf dem Menschenmarkt oder wie man das nennt. Menschenmarkt? Was meinen Sie? Nein, also ich kenne mich nur mit Menschenhandel aus, aber nicht mit Finanzhandel. Ach so, haben Sie schon Leute verkaufen? Ich habe schon mal mit Menschen gemacht. Ja, mit Menschen habe ich schon mal gehandelt, aber ist schon eine Weile her. Also da war ich noch kriminell. Ach so, jetzt bin ich ja anständig. Das ist ja interessant. Ja. Mhm. Okay, haben Sie Frauen, Kinder oder Mann, ja? Nein, Mann, ja, habe ich. Mhm. Ja, aber was genau haben Sie verkauft? Na, hauptsächlich habe ich Männer verkauft. Männer. Auf dem Schwarzmarkt. Die gingen immer ganz gut weg. Waren nicht so besonders viel wert. Okay. Und jetzt, warum verkaufen Sie das jetzt nicht? Oder machen Sie das noch? Irgendwann hat sich dann mal mein gesunder Menschenverstand gemeldet und gesagt, du Horst, lass das mal lieber, bevor dich die Schlawiner irgendwann noch in den Raum stecken mit den Stäben da am Fenster. Da habe ich dann gesagt, lass doch mal lieber erstmal oder machst du mal ein bisschen Pause. Und ich meine, nur haben wir ja auch viele Geld verdient, so weißt du. Und das müssen wir auch erst mal ausgeben. Geht das gut mit weiter? Ja, das funktioniert immer. Also da gibt's immer noch Leute, die das machen. Habe ich neulich auch so leicht bei Telegram gelesen. Da war hier in so Sportblog-Gruppen. Und haben Sie das da alles in Deutschland gemacht? Nee, ja. Oder in anderen Ländern? Sowas können Sie doch nicht in Deutschland machen. In Deutschland gehen Sie doch gleich hinter den schwäbischen Gardinen. Okay. Und warum, und Fragen, das ist sehr interessant. Und warum haben Sie keine Frauen, verkauft? Na, sowas macht man nicht. Nee, Frauenhandel macht man nicht. Keine Frauen? Na, man macht doch aber nicht Handel mit Frauen. Sowas macht man nicht. Sowas überhaupt sich nicht. Aber Sie können eine Frau, andere Mann zum Beispiel verkaufen, und Sie können so Geld verdienen, oder? Ne, das habe ich ja mit Männern gemacht. Bei mir waren hauptsächlich Frauen Kunde. Und dann ist ja blöd, wenn man dann Frauen verkauft, so wisst ihr. Ja, ich habe mir gedacht, wobei jetzt schon so viele gendern müssen und so, da habe ich dann mir gedacht, dann liegt es Männer verkauft. Sonst wird man ja gleich als Frauenfeind hingestellt. Dann bin ich auf die Geschäftsidee gekommen und ganz gut angelaufen. Also, und was sind Sie von Beruf? Was jetzt im Moment. Was haben Sie gelernt? Ach so, gelernt
Schlecht. Wenn man Menschenhandel macht, dass man da was gelernt hat? Ja. Was haben Sie gelernt, ja? Na, ich nicht. Nee, da war ich zu blöd für. Oh, haben Sie keine Ausbildung gemacht? Nee, das... Ich meine, für einen Menschenhandel brauchst du doch keine Ausbildung. Okay, und sagen Sie mir bitte, sind Sie jetzt am Rente, oder? Nee, Rente nicht. Aber ich hab genug verdient. Das reicht ja jetzt eine Weile so. Und jetzt können wir die Kohle auf den Kopf hauen. Kaufen. Kann man ein bisschen aus dem Fenster schleudern und so. Okay, verstehe. Und wie alt sind Sie? 29. Also noch ganz frisch und knackig. Mhm. Ja, Sie sind sehr jung. Ja, ich sehe auch gut aus. Also, ja, mit der Arbeit. Das Beste ist an mir auch meine begrenzenlose Bescheidenheit. Ne? Also neben meiner Intelligenz und meiner Optik. Ja, kann sein. Okay, Herr Puffelhahn. Ja? Ja. Sie können dann weiter spielen. Ja, aber machen Sie bitte keine Anmeldungen mit Tesla oder auf andere Seiten, okay? Warum nicht? Machen Sie viel Spaß, aber nicht hier. Schönen Tag Finden noch. Finden Sie das... Guten Tag. Hallo. Guten Tag, mein Name ist Timo, ich vertrete die Firma Neolaventum. Darf ich mit Herrn Carsten sprechen? Brief Carsten. Bin ich richtig? Sind Sie Herr Carsten? Ja. Herr Carsten, Verzeihung für die Störung. Es geht darum, heute, Sie haben unsere Webseite besucht und Sie haben eine Anfrage für Eretron aktiv hinterlassen. Stimmt das? Für die Schniedelpillen, ja. Okay, gut. Dann, damit ich Sie besser beraten kann, würde ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen. Aha. Anschließend erkläre ich die Wirkung dieses Mittels. Haben Sie vielleicht jetzt ein paar Minuten Zeit? Ja. Okay, gut. Dann sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? 28. Okay. Und wissen Sie, was ist Ihr aktuelles Gewicht? Wie viel wiegen Sie im Moment? Keine Ahnung. Batterie von der Waage ist alle. Ja, ungefähr mehr als 70 oder 80 Kilo. Nö, das kommt schon hin. Okay. Und was erwarten Sie von Eretron? Ja, welches Ergebnis erwarten Sie? Ja, ein gutes Ergebnis. Schönes, steifes Lümmelchen, so wie es da stand. Okay, ich habe es verstanden. Ja. Okay. Und noch eine Frage. Können Sie kurz beschreiben, also ich meine, wie ist Ihre Lebensweise? Sind Sie mehr aktiver Mensch oder ruhig? Ich meine, Hauptsache Party, Saufen, jede Menge Drogen. Ich werfe mir gerne Pillen ein. Sind Sie seriös? Ja, und Sie? Ich auch. Na, sehen Sie. Okay. Na gut, dann wahrscheinlich, Sie haben bestimmt schon alles durchgelesen, oder? Nö, aber das mache ich ja bei Heroin und so auch nicht. Ist auch keine Packungsbeilage dabei. Nein, ich meine, Sie haben unsere Webseite besucht und ich nehme an, Sie haben vorher auch eine kurze Info gelesen, was es ist überhaupt, ein Eretron. Ja, ich habe da gesehen, da sind Pillen, da kannst du schön den Lümmelsteif mitmachen und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn du da so ein bisschen auf Peppen bist und so, dann braucht man ja sowieso was, damit das alles so locker klappt, da kannst du die Pille noch hinterher schmeißen. Okay. Na gut, dann ist es schon bestimmt gelesen. Es geht um ein sehr wirksames Mittel. Es ist ein Naturmittel. Und wichtig ist... Marihuana ist auch ein Naturmittel. Ja, natürlich. Aber es geht darum, dass dieses Mittel verbessert den Blutzustrom. Also das erweitert die Gefäße. Und am Endeffekt, es bringt eine dauerhafte Erektion. Natürlich, dafür braucht man schon eine Zeit. Wie lange denn? Die erste Wirkung stellt sich nach 5 bis ca. 12 Tagen. Es ist schon von Körpertyp unterschiedlich, deswegen habe ich ihn gefragt. Das dauert ja lange. Ja, es ist viel besser als Viagra. Und wie lange hält das denn? Monatslang. Okay, das ist gut. Also wichtig ist, dass Sie schon bestimmte Zeit annehmen, wenn Sie Geschlechtsverkehr planen, dann 20 oder 30 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr. Ach so, ja. Das kann man ja dann bei der Party, weiß man ja dann. Sonst besteht kein Gefahr. Übrigens, falls, wenn Sie auch andere Mittel einnehmen, ich meine Medikamenten, dann
Stellenfeld, also zwischen der Einnahme sollte mindestens eine Stunde liegen. Also nicht gleichzeitig, sondern ein bisschen warten. Ach so, also kann ich nicht eine Nase voll nehmen und gleichzeitig noch eine Pille reinschmeißen? Ja, natürlich, aber besser, wenn Sie zum Beispiel eine oder zwei Stunden abwarten. Das wäre besser. Ja, das kriegt man ja hin. Okay. Und Sie haben bestimmt auch die Preise gesehen, oder? Nee. Also eine Packung kostet 49 Euro. Ach, das geht. Und eine Packung enthält insgesamt 30 Kapseln. Also Herr Stellenfeld, und wichtig ist, drei Kapseln täglich einzunehmen. Bei dem Gewicht von mehr als 80 Kilo, 70 Kilo, Herr Stellenfeld, vier Kapseln am Tag einzunehmen. Das wäre auch ein großer Vorteil. Ich meine, wenn Sie Dosierung erhöhen, dann Ergebnisse erreichen Sie ein bisschen schneller und effektiver. Ja. Aber bitte nicht eine oder zwei Kapseln, weil sonst das geht viel zu wenig. Ich meine, die Konzentration wird dann viel zu wenig sein. Mehr ist immer gut. Und wenn Sie möchten, zum Beispiel für dauerhafte Erektion, dann kann ich Ihnen vorschlagen, aufgrund dessen, dass eine Packung reicht sowieso für 10 Tage, wenn Sie drei Kapseln täglich nehmen, kann ich Ihnen vorschlagen, für bessere Ergebnisse zum Beispiel zwei Packungen. Dann zahlen Sie keinen vollen Preis. Ergebnisse erreichen Sie viel schneller und effektiver, und im Endeffekt bleibt dann dauerhaft. Ja, wie viel Packung kann man denn nehmen? Sorry? Wie viel Packung kann man denn da nehmen? Eine Packung kostet 49 Euro und zwei Packungen kostet 88 Euro inklusive Lieferungskosten. Ich meine, für die Lieferung zahlen Sie keinen Cent. Und 10 Packungen? 10 Packungen, wenn Sie 10 Packungen bestellen für eine große Party, dann der Gesamtpreis, das wäre dann 220 Euro. Sie zahlen dann dementsprechend. Das ist ja ein Schnapper. Bezahlen, bezahl Party, ich will mit der Kreditkarte. Möchten Sie 10 Packungen kaufen? Ja. Okay. Lieferung dauert 3 bis 5 Arbeitstage. Heute ist Donnerstag, 14. Wenn ich jetzt die Bestellung abschließe, dann es kommt nur nächste Woche, wahrscheinlich am 18. oder am 19. Juli. Passt es für Sie? Ja. Okay. Ja, dann brauche ich noch Lieferadresse. Sagen Sie bitte Postleitzahl. Das ist die 12055. 12955. Ne, 055. 12055. Also sorry, 12055 Berlin, okay. Straße bitte. Ist die Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße 47, okay. So, steht der Name auf dem Briefkasten drauf? Ja. Das brauche ich nur für die Postbote. Bestellung ist, meine Paket ist diskret, es steht nur Ihr Name und Vorname ohne Information, was drin ist. Dafür müssen Sie keine Sorge machen. Das ist mir egal. Das wissen die Nachbarn sowieso, was bei uns immer los ist. Die Bullen sind ja ständig da. Okay. Gut, dann wir haben auch verschiedene Möglichkeiten. Wie können Sie bezahlen? Ich meine, Sie können entweder per Nachnamen bezahlen, gleich bei der Lieferung, sobald Sie die Ware bekommen, dann zahlen Sie Bargeld für den Postbote. Oder, wenn Sie möchten, Sie können auch per Vorauskasse bezahlen. Es geht per IBAN, Visa, Mastercard, ja, am besten PayPal. Ist die Bargeldmethode da mit dem, lass hier, nee, wie war das, Nachname. Okay. Okay, gut, dann jetzt gleich, sobald die Bestellung wird verschickt, natürlich sei dann auch eine SMS mit Bestätigung. Und eine Info. Beschreibung ist dabei, sowie alle unsere Kontaktdaten. Und sicherheitshalber, wenn ich sehe, dass Sie die Ware bekommen, würde ich mich nochmal melden. Und wenn Sie möchten, wir können dann alles nochmal besprechen. Okay? In Ordnung. Okay. Gut, Herr Kassen, dann ich wünsche Ihnen guten Erfolg. Bleiben Sie gesund. Und danke. Ich bedanke mich. Danke. Danke. Tschüss. Was ist denn da so lustig? Hallo, einen schönen guten Tag. Ja. Spreche ich mit Herrn Briefkasten? Ja. Also, Emma Johnson ist mein Name und ich melde mich von der Firma Deutsche Börse
und wir haben gerade Daten erhalten, dass Sie über Online-Handel Interesse gezeigt haben. Und ja, damit wir wollen mit Ihnen ein paar wichtige Informationen, wie das funktioniert bei unserer Firma. Und wenn ich Sie fragen darf, Herr Carsten, haben Sie eine Erfahrung gehabt bis jetzt oder keine? Was denn für eine Erfahrung? Eine Erfahrung an Online-Handeln. Mit Online-Handel, ja, habe ich. Ja, was für eine Erfahrung haben Sie gehabt? Eine gute oder eine schlechte Erfahrung? Gemischt, bis jetzt sind die Pakete immer angekommen. Wie bitte? Gemischt, bis jetzt sind die Pakete immer angekommen. Welche Pakete? Was? Für was sprechen Sie jetzt? Für die ich im Handel bestellt habe. Ach so, Sie haben investiert in Handel und Sie haben nicht jetzt Geld bekommen. Ich habe investiert in Ware und die ist dann gekommen. Sie haben kein Geld bekommen? Nee, die Ware ist angekommen. Das, was ich bestellt habe, kam pünktlich an. Ach so. Also ja. Ich möchte Ihnen informieren, wie das bei unserer Firma funktioniert und gerne mit Ihnen die richtige Information mitzuteilen, wie das funktioniert und wie kann man Geld verdienen an Onlinehandel und Profite erreichen. Aber ich weiß doch, wie man da bestellt. Also, wenn ich Sie fragen darf, Herr Carsten, haben Sie das alleine gemacht oder mit einem Broker? Ich weiß zwar nicht, wozu man den braucht, aber bis jetzt konnte ich immer alleine bestellen. Muss man ja wohl seine Daten angeben und dann geht's los und dann kommt die Ware. Bitte noch einmal langsam, weil ich verstehe Sie nicht. Nee, ich habe keine Lust, das zu wiederholen. Okay, jetzt möchte ich Ihnen mit unserem Experten verbinden, damit ich Ihnen erklären kann und mehr über den Handel informieren. Aha. Brauche ich Karten für zum Bestellen? Bitte warten Sie ganz kurz auf die Leitung. Hallo? Ja. Herr Carsten, ja? Ja. Martin Moretti ist mein Name, der Experte von der Finanzmarkt. Es geht hier also um eine Anmeldung, wo Sie vorher gemacht haben, aber ich sehe gerade hier, Sie haben bis jetzt kein Konto aktiviert, oder? Was denn für ein Konto? Und was für ein Handel. Finanzmarkt? Es geht auf dem Handelskonto über die Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und so weiter. Ja, das hat die Frau gerade nicht erzählt. Ach so, sie hat das gerade nicht erzählt. Nee, die hat gesagt, es geht um meine Bestellung. Eine Bestellung, hat ja. So sie gesagt. Ich habe ja gefragt. Was für eine Bestellung hat sie gesagt? Na, was für eine hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, sie holt jetzt den Experten und der weiß das dann. Ach so, das haben Sie verstanden. Nur die Experten haben Sie am Ende verstanden. Ja, hat sie ja gesagt dann. Okay, ich erkläre mal jetzt. Es geht hier über Online-Investitionen, Online-Trading. Also, wo Sie vorher Interesse gezeigt haben, ja? Über die Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und so weiter. Na, aber gerade hat doch die Frau was anderes gesagt. Egal, was sie gesagt hat, ja? Haben Sie jetzt verstanden? Nicht so wirklich. Also ich kann das jetzt nicht deuten, was ich damit soll. Also, Sie haben Anmeldung gemacht. Interesse ja. Gezeigt über Online-Trading. Deswegen habe ich ihn gerade angerufen. So, was gibt es hier nicht zu verstehen? Gezeigt? Wo denn das? Über Online-Handeln an der LTD FX. Nee, also bis jetzt habe ich nur bei Amazon im Handel was gekauft. Ja, bei Amazon Aktien, oder? Nee. Was haben Sie da bestellt? Ein Mixer. Nochmal? Einen Mixer. Einen Mixer? Ja. Wie viel hat das gekostet? Der Mixer, 49,98. Inklusive Versand. Ich habe hier dieses Prime. Ah, okay. Also mit dem Aktien, Rohstoffen und so weiter, Kryptowährungen haben Sie bis jetzt nichts zu tun gehabt, ja? Nee, was ist das? Verstehen Sie das nicht? Nee, ich weiß ja gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich wollte Ihnen sagen, warum haben Sie eine Anmeldung gemacht? Deswegen, also für was sind Sie am besten interessiert? Ich habe mich angemeldet, weil ich gucken wollte, wann das Paket kommt. Ah, der Paket kommt nicht mehr. Warum nicht? Ja, aber habe ich doch bezahlt. Du bekommst dein Geld wieder zurück. Ach so, aber ich wollte doch den Mixer. Ja, du bekommst einen Wixer, nicht Mixer. Na und wann kommt der Mixer jetzt? Vielleicht nach einer Stunde. Ja, wie vielleicht? Muss man doch wissen. Ja, ich weiß das nicht genau.
Na, aber wenn Sie jetzt anrufen, dann müssen Sie das doch wissen. Ja, bekommst du nach einer Stunde. Also in einer Stunde kommt das Paket? Ja, ein Paket. Dann ist gut. Ja. Was möchten Sie nochmal etwas Neues bestellen? Nee, ich warte jetzt erstmal auf den Mixer. Also ein Dildo möchten Sie auch haben? Was für ein Ding? Dildo. Was ist das? Ja, kannst du im Internet suchen. Das ist eine CD von Dildo. Ja, ein Paket von Dildo. Die macht gute Musik. Ja, also können Sie mal schauen, aber ich gebe der Experte von Herrn Dildo. Der ist der Experte von dieser Marke. Ja, er kann besser weiter erklären, ja? Was? Ich gebe der Experte also von Dildo. Er weiß ganz genau, was das ist und wie kann man das also probieren. Aha. Okay, richtig. Warten Sie mal. Okay, sind Sie noch auf der Leitung? Ja. Ich gebe Ihnen jetzt, ja? Hallo? Ja? Guten Tag. Herr Kasten, sind Sie? Ja. Also, was ich jetzt gerade gehört habe, Sie haben etwas von uns bestellt, oder? Von Amazon. Ja, einen Mixer. Was haben Sie bestellt? Damit suche ich gerade, ob Ihre Sache bei Ihnen kommt oder nicht. Na, hat doch der andere Mann schon gesagt, dass das in einer Stunde kommt. Ist schon gekommen, also kommt in einer Stunde, habe ich gehört. Hat der Mann gesagt, ja. Okay. Herr Brief sind Sie, oder? Nee, ja, Kasten. Kasten, ja, Kasten, aber Brief ist Ihr Nachname. Briefkasten, oder? Briefkasten. Na, das ist mein Nachname. Was für ein interessanter Name. Danke. Okay. Und welche Adresse haben Sie? Was? Welche Adresse haben Sie? Damit suche ich. Ja, an die Braunschweiger Straße 77. Okay. Ich lege jetzt auf und ich rufe die nächsten 100 Jahre, okay? Was? Wenn Sie nicht gestorben sind. Was soll denn das? Alles klar. Bedanke ich mich. Tschüss. Wiederhören. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Lisa Weber am Apparat. Wie geht's Ihnen heute? Alles gut? Toll, toll. Okay. Das freut mich. Ich rufe Ihnen an, wegen Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Ist das richtig? Nee. Nee? Okay, nee. Kein Problem. Ich bin Ihre Account-Managerin und ich helfe Ihnen, mit Ihrem Konto zu aktivieren, wo Sie können Online-Investitionen machen. Aha. Ja? Verstanden? Ja, ja, habe ich verstanden. Mhm. Okay. Für alle Unsicherheiten, Sie können mit mir sprechen, okay? Aha, Sicherheiten okay, habe ich gehört. Das ist ja lustig. Ja, was für Sicherheiten haben Sie? Ist lustig. Okay, und jetzt haben Sie Zeit. So, wir können das jetzt machen. Zusammen. So, Sie haben Zeit. Ja? Okay, und sind Sie zu Hause? Nach Hause? Okay, haben Sie ein anderes Handy oder Computer mit Internet? Okay, herunterladen Sie bitte AnyDesk, so Sie können... bitte? Nee, das ist doch nur so ein Programm, was ausschließlich Betrüger verwenden. Bitte? Das ist doch ein Programm, was ausschließlich Betrüger verwenden. Betrüger? Ja. Nein, es ist eine professionelle Firma. Ja, ja, aber es ist für Betrüger, das Programm. Ah, das Programm. Das okay, wir Betrüger. Können mit ein anderes Programm bearbeiten. Wir können mit ein anderes Programm bearbeiten und mit ein anderes Programm, wo Sie sicher finden. Okay? Ja, dann nehmen wir Remote Desktop. Bitte? Dann nutzen wir Remote Desktop.
Ja, das andere Programm heißt TeamViewer. Nee, das andere Programm, was ich Ihnen anbiete, ist Remote Desktop. Sind was? Habe ich doch jetzt mehrmals wiederholt. Dann höre doch mal zu und mach mal das hier Jaule am Hintergrund aus. Ist ja furchtbar. Okay, hören Sie mich bitte. Ja, könnte mal das Gejaule da im Hintergrund ausmachen? Wir können es, wenn Sie Zeit haben, und können auf WhatsApp schreiben. Nee, ich habe kein WhatsApp. Kein WhatsApp? Nee, ich habe Telegram. Haben Sie E-Mail? Ist diese E-Mail, funktioniert es, fast zu schlagen, .gmail.com, @gmail.com, ist es? Was macht man damit? Ja, ich kann dort einige Infos schicken und dann Sie können es in Ruhe gelesen. In Ruhe gelesen? Ja, Sie können es in Ruhe lesen. Und dann Sie können wieder sprechen über diese über Ihr Konto. So, ich soll mit Betrügern über mein Konto sprechen. Bitte? Ich soll mit Betrügern über mein Konto sprechen. Nein, das ist nicht Betrüger. Sie sprechen mit einer professionellen Firma. Und ich werde Ihnen mit meinen Experten verbinden. Nicht jetzt, aber wenn Sie es gelesen haben. So, ist Ihre E-Mail, funktioniert Ihre E-Mail? Nee. Nee? Nee. Okay, haben Sie Zeit jetzt? Ja. Okay. Wie möchten Sie es machen? Mit welchem Programm? TeamViewer ist nicht ein Betrügerprogramm und es ist kostenlos. Ja, Remote Desktop. Bitte? Remote Desktop. So, haben Sie einen Laptop? Nee. Haben Sie ein anderes Handy? Nee. Okay, und ist Ihr Phone ein Samsung oder iPhone? Ihr Handy? Ein Apple-Phone. Apple-Phone. Okay, geh bitte bei der App Store und herunterladen TeamViewer. Nee. Es ist kostenlos. Warum nicht? Der Remote Desktop. Bitte? Remote Desktop. Hallo. Betrüger-Lady. Ja, okay, einen Moment mal, bitte. Hallo, Betrüger-Lady. Hallo. Entschuldigen Sie, haben Sie eine Card, eine Visa-Card oder Mastercard? So, wir können es mit... Nee, Sie haben nicht? Nee. Bitte? Danke. Okay, aber wo, wie können wir es machen dann? Was denn? Ja, und, möchten Sie es mit mir machen oder nicht? Nee, mit Ihnen möchte ich nichts machen. Das ist ja eklig. Sowas Perverses habe ich mir jetzt hier am Telefon aber nicht vorgestellt. Ich will das nicht mit Ihnen machen. Bitte? Nein, ich will es nicht mit Ihnen treiben. Okay, aber warum nicht? Ich bin Ihr Account-Manager und ich helfe Ihnen mit dieser. Ja, aber ich will ja keine Sexangebote am Telefon. Okay, aber wir können das... kennen Sie alle Dinge heutzutage sind online? Warum machen Sie es nicht? Mach ich doch online. Ja, und wir versicherheiten Ihnen über alles. Sie sicherheiten Ihnen über alles, aha. Über alles. Wenn Sie nicht diese Investition möchten, Sie können Ihr Geld zurück. Sind Sie auch Bratwurst? Bitte? Haben Sie auch Bratwurst? Was ist das? Was denn? Bitte? Was denn? Was ist das? Na, was meinen Sie denn? Ja, ich meine, wir können Ihnen 1100% Festsicherheit. Haben Sie Bratwurst? Ja.
Okay. Und wenn Sie es nicht machen möchten, Sie können Ihr Geld in 2 Wochen zurückhalten. Zurückhalten, ja? Ja, aber in 2 Wochen. Aha. Zwei Wochen. Ist er dann schon weg, oder? Wie möchten Sie es machen? Mit einer Karte? Mit einer Visa? Mein Gepäck. Bitte? Danke. Wie danke? Sie haben doch bitte gesagt und ich habe danke gesagt. Okay, aber ich habe gefragt, wie möchten Sie es machen? Wie meinen Sie das? Ist das schon wieder eine von Ihren sexuellen Fragen? Ja, ja, Sie haben so, keine Konto. Das ist aktiviert. Herzlich willkommen auf der Hotline. Hallo? Ja. Ja, grüß Gott. Ich hätte gerne mit Herrn Steiner gesprochen. Ja. Ja, sehr angenehm. Mein Name ist Tina Nowak. Ich bin Account Managerin. Sie haben sich bei unserer Handelsplattform angemeldet, secretapps.de. Es geht um Finanzmarkt und ich kann Ihnen allgemeine Informationen über uns mitteilen. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Ich kann Ihnen erklären, wie das bei uns läuft. Es geht um Roboter, das heißt automatisches System. Haben Sie Gewinn kann man da machen? Ja, kann man, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Wie viel Gewinn kann man da machen, war meine Frage, nicht wie man das Handelskonto aktiviert. Ja, ja. Gewinn kann man von 3-5% vom Betrag auf Ihrem Handelskonto, den Sie haben. Mhm. Und wie viel haben Sie Gewinn gemacht bis jetzt schon? Von 3-5% pro Tag, wenn Sie ja. 250 Euro mit 200 Euro am Tag. Genau. Und deswegen arbeiten Sie da noch. Wenn Sie das am Tag machen, bräuchten Sie da gar nicht mehr arbeiten. Na, glauben ich, Sie den Preis eigentlich selber, den Sie da erzählen? Ich habe gar keine Ahnung von dem, was Sie da sagen. Und dann stammeln Sie sich nur was zurecht. Ich erkläre Ihnen, wie das läuft. Wenn Sie ja, zum das können Beispiel Sie ja gar nicht erklären. Sie haben ja gar keine Ahnung. Wenn Sie Ihr Handelskonto mit 250 Euro aktivieren, ja, dann bekommen Sie den Betrag von 250 Euro wische ich mir morgens auf Toilette den Po ab, aber das war's auch. Es ist Minimalbetrag, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Sie können auch mit 500 oder und mit 1000 Euro Ihr Handelskonto aktivieren. Ja, ja. Und Ihr Gewinn pro Tag. Mit braucht man auf der Börse nicht anfangen. Da macht man nur Verluste. Sie haben Level am Finanzmarkt. Sie haben gar keine Ahnung, von was Sie reden. Nachdem Sie Ihr Handelskonto aktivieren, bekommen Sie den Anruf vom Finanzberater. Nee, dann bekommt man den Anruf vom nächsten Betrüger, der das Warum Betrüger? Ich habe Ihnen noch nicht gesagt, genauso kann ich sagen, dass Sie Betrüger sind. Ach so. Wie kann man das sagen auf die Leute? Ja, weil Sie Betrüger sind. Ich habe nach Ihnen noch nicht erklärt und Sie sagen, dass wir Betrüger sind. Ja, Sie sind ja nun mal Kriminelle. Sie haben mir ausdrücklich erklärt, dass Sie das sind. Warum haben Sie sich ja bei uns dem, angemeldet? Haben? Warum haben Sie sich angemeldet, wenn Sie Betrüger sind? Ja, weiß man doch vorher nicht, oder? Ich versuche Ihnen zu erklären, wie das Ganze läuft. Nee, Sie versuchen mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie wenn sind einfach nur kriminell. Und warum jetzt wissen Sie schon Sie nicht so? Mehr weiter. Warum jetzt haben Sie, so, an, warum haben Sie solche Meinungen? Warum haben Sie solche Meinungen, dass wir kriminell sind? Warum ja, haben ja Sie so das? Ist. Warum haben Sie? Schämst du dich nicht für das, was du da machst? Das ist doch nicht in Ordnung, die Leute so zu verarschen. Wir schämen uns nicht, weil wir keine Betrüger sind. Na doch. Ich versuche Ihnen zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Nee, du brauchst dich gar nicht rausreden. Du bist ein Betrüger. Da kannst du so viel Nein sagen, wie du willst. Doch, du betrügst die Menschen. Okay, wenn da wir Betrüger sind, warum haben Sie sich bei uns angemeldet? Warum ja, sagen Sie so? Damit ich dich veröffentlichen kann auf YouTube. Ich zeige gerade allen, was du hier machst. Du wirst veröffentlicht und bei allen bekannt und niemand zahlt mehr Geld bei dir ein. Es gibt verschiedene Handelsplattformen. Und du bist eine von den Betrüger. Es gibt natürlich Internet online. Ja, und du bist von, es gibt natürlich ja, es auch gibt Betrüger. Internet online, und schon weiß ich nicht mehr weiter, was ich sagen soll, weil ich ein Betrüger bin. So ist es einfach. Wenn Sie nicht wollen, du dann warum haben Sie sich angemeldet? Zu Recht. Habe ich dir doch gerade erklärt, warum ich mich angemeldet habe. Um dich bloßzustellen. Um dich den Menschen vorzuführen. Deswegen habe ich mich angemeldet, um allen zu zeigen, was da für Kreaturen am Telefon sitzen, wie sie die Menschen bescheißen,
und was das für ein illegaler Bandenbetrug ist, sogar gewerbsmäßig, was du da machst. Wissen Sie, das gehört man ins Gefängnis und du das ganz besonders. Die Wahrheit, dass die Leute das Geld verdienen können. Nein, online. Aber muss man Erfahrung haben. Nein, da muss man keine muss man Erfahrung haben. Finanzberater haben, der logischer der Menschenverstand, dass man da kein Geld einzahlt. Das ist ganz wenn, logischer Sie, Menschenverstand. Wenn das so wäre, dann wäre es nicht existieren. Da brauche ich mich nicht wundern, die warum die Menschen so fremdgesteuert und selig sind. Weil wenn dann ich würde diese Finanzbörse nicht existieren. Quatschen. Wenn die Leute kein Geld verdienen, dann werden die Finanzbörse nicht weiß existieren. Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, was du da für Scheiße erzählst und welcher Mensch das verstehen soll, was du da von dir gibst. Aber das ergibt ja nicht mal Sinn, wenn du einen Mund aufmachst. Das macht ja nicht mal logisch Sinn. Sobald du einen Mund aufmachst, kommt da eigentlich nur gegrillte Rotze raus. Da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass da Menschen sagen, ja, da will ich meine Kohle reinstopfen und mein Geld nie wiedersehen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, was mit der Gesellschaft los ist. Wirklich nicht. Das ist doch absolut krank, dass sowas Perverses überhaupt funktioniert. Nein, Sie haben nicht... Das ist doch absolut unterirdisch. Wie kann man sich noch da wenn selber es so wäre, das wäre es nicht existieren. Für seriös halten. Das ist doch nicht seriös, was du da machst. Natürlich, das ist Finanzmarkt. Kann man Geld verdienen, kann man Geld verdienen. Ich weiß nicht, für wie blind sie die Menschen halten. Das ist doch affig. Das ist doch komplett sinnfrei, was du da machst. Mach doch überhaupt gar keinen Sinn. Ich erschreckend. Wenn Sie nicht wollen, ich werde das Gespräch nicht weiter fortsetzen. Ich bin einfach wirklich schockiert von so viel gesammelter Blödheit. Wie kann man dann auch noch glauben, dass man das noch, dass man da noch den Menschen hilft? Das spielst du, da willst du noch ein Messias spielen oder was? Wollen wir dir noch ein paar Räucherkerzen ins Haar stecken oder was? Wäre vielleicht mal eine gute Idee. Steht der Bus vielleicht mal in Flammen. Aber Sie haben kein Recht, wissen Sie. Sie geben mir kein Wort. Wissen Sie. Ja, ich würde und Ihnen Sie haben alles kein erklären. Recht, die Menschen zu betrügen. Warum zu betrügen? Ja, weil das ist Finanzmarkt. Am Finanzmarkt verdient man und verliert man das Geld. Das ist so. Das ist kein Betrug. Erzähl mir nicht, dass das Finanzmarkt ist. Es ist Betrug, was du da machst. Da ist nichts Finanzmarkt. Auf keinem Finanzmarkt der Welt läuft Musik im Hintergrund. Auf keinem Finanzmarkt der Welt melden sich ausländisch sprechende Kakerlaken aus dem Untergrund und stammeln sich eine Scheiße zurecht und können die Sprache nicht mal in das Land, wo sie anrufen. Wenn ich einen Bankberater habe, kann der meine Sprache. So einfach. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich habe doch nicht, wenn ich hier in Deutschland bei einer Bank bin, habe ich doch nicht, dass mich irgendein Türke anruft. Nicht gegen die Türken oder irgendein Araber, der mir irgendwas ins Telefon stammelt und irgendeine Scheiße erzählt. Also die Türken, die mir hier einen Döner verkaufen, die können besser Deutsch, aber viel besser als Deutsch als du. Und die arbeiten wenigstens auch für ihr Geld. Aber das, was du da machst, das ist einfach nur pervers und widerlich. Das ist kein Arbeiten. Das ist am Telefon sich da Eier schaukeln, wahrscheinlich eine Pflaume rumspielen, ein bisschen die Geldscheine umherschieben und die Leute verarschen. Mehr ist doch das nicht, was du da machst. Herr Steiner, das ist doch erbärmlich zum Job. Ja, Herr Stöner, ich wünsche Ihnen alles Gute und schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, den wünsche ich dir auf keinen Fall. Ja, bitte. Guten Tag, spreche ich mit Herr Wurstwasser. Ja, Herr Wurstwasser am Apparat. Guten Tag, mein Name ist Frau Silstein. Vielleicht haben Sie eine Bewerbung auf die Kryptowährungsplattform hintergelassen. Was habe ich gemacht? Sie haben eine Bewerbung auf die Kryptowährungsplattform hintergelassen. Eine Bewerbung? Und ich möchte eine Erklärung machen über die... Für was habe ich mich denn beworben? Bitte? Für was habe ich mich denn beworben? Mit was? Ja, für was habe ich mich denn beworben? Okay. Moment. Das war eine Frage, die man nicht mit okay beantworten kann. Okay, mit was? Ja. Die Frage war jetzt, wofür ich mich beworben habe. Ah, was für eine Plattform meinen Sie? Nee. Bitcoin System Germany. Ich habe gefragt, wofür ich mich beworben habe. Sie haben Ihre Anmeldung gemacht Gemacht habe. Mhm. Und für was? Um ihn auf die Kryptowährungsplattform zu registrieren. Nicht wahr? Aha. Und kann ich vielleicht eine Erklärung zu ihm machen? Über ich Kryptowährung. Ich weiß nicht, dass das eine Erklärung wird, aber versuchen wir es mal. Wenn Sie Zeit haben, meine ich. Na, bloß geht's los. Okay, dann. Jetzt los. Sie haben es jetzt losgesagt. Was?
Sie haben jetzt gesagt, es ist kleine Probleme mit Netz, deshalb ich. Nein, eigentlich so nicht. Ich verstehe Sie klar und deutlich. Okay, okay. Zum Beispiel Kryptowährung, es ist, kann ich, am Anfang möchte ich etwas über Kryptowährung besprechen und zum Beispiel Kryptowährung, es ist jede Art von Währung in digitaler oder virtueller Form und es gibt verschiedene Kryptowährungen, aber und heute am bekanntesten ist Bitcoin und der Handel mit Kryptowährungen ist in Bezug auf den Gewinn interessant. Und als Ergebnis der spekulativen Maßnahmen gibt es regelmäßig Preissprünge, aber Sie können darüber nicht nachdenken, wenn Sie Ihre Investitionen an kompetente Plattformen anvertrauen. Ich bin nur Berater und ich entschuldige mich, wenn ich etwas schlecht oder nicht so richtig sage, ich bin nur Berater. So, wenn Sie Ihr Fehl am Platz. Wenn Sie dafür interessieren, sich, dann Sie können investieren in Zukunft, investieren in Kryptowährung. Bitte? Gibt es auch Menschen, die das verstehen, was Sie sagen? Vielleicht. Ja, vielleicht. Haben Sie noch nicht gefunden? Ja. Ja, denke ich. Und interessieren Sie sich dafür? Wofür? Für Investitionen in Kryptowährung. Was habe ich davon? Ich meine Investitionen in Kryptowährung, meine ich. Ja, das habe ich verstanden. Ja. Haben Sie Interesse, meine ich? Ja, was habe ich davon? Ich meine, dass Sie können zum Beispiel erste Betrag machen in 2000, Minimum ist 2050 Euro und mit dieser Betrag können Sie beginnen. Also mich würde ja wirklich mal interessieren, wer auf die Idee gekommen ist, Sie ins Telefon zu lassen. Bitte? Danke. Okay. Und was soll das jetzt werden? Weiß ich Sprechen nicht. Wir uns jetzt an, oder? Ich warte auf Sie irgendwelche Antworten bekommen. Ja, was denn für Antworten? Sie haben ja keine gescheite Frage gestellt, auf die man antworten könnte. Ich habe es gefragt, möchten Sie mit Kryptowährung investieren? Ja, und was habe ich davon? In Zukunft, diese Kryptowährung steigt und Sie bekommen Einkommen, meine ich. Woher wissen Sie denn das, dass sie steigt? Es ist Kryptowährung. Zum Beispiel, ja. Ich auch habe Geld in Kryptowährung investiert und jetzt alle Leute, die in Kryptowährung auskennen, sind sicher, dass Kryptowährung in Zukunft wird steigt. Jetzt Kryptowährung wird steigt. Deshalb meine ich, dass es ist wirklich eine gute Idee, in Kryptowährung zu investieren. Bitte? Danke. Danke. Ja, ich habe es nie gehört. Können Sie wiederholen? Ja, woher möchten Sie das denn wissen, dass Kryptowährung steigt und vor allem welche? Ah, warum bin ich? Deshalb, es ist Kryptowährung, es ist nicht mit irgendwelchen Banken abgehängt, meine ich. In Zukunft, alle Leute, die auf der Welt leben, sie möchten unabgehängte Geld haben, unabgehängte von Banken, von anderen Ländern, um dieses Geld sicher sein. Soll einer verstehen? Okay, kann ich eine Frage stellen? Wie alt sind Sie? Ja. Wisst ihr jetzt nicht, was Sie das angeht? Nein, ich habe es gefragt, kann ich eine Frage stellen? Wie alt sind Sie? Das waren ja jetzt schon zwei Fragen. Sie haben recht. Okay, meine erste Frage, kann ich eine Frage stellen? Nee. Nee? Okay, dann zweite Frage. Es geht nicht, ja? Machen Sie den Quatsch da schon lange? Lange was. Ja, und du? Ah, ich höre nicht. Und was denken Sie da? Ich denke, dass Sie da völlig fehl am Platz sind. Plätzen? Ich höre nicht. Okay, was denken Sie daran über Kryptowährungen? Denken Sie, dass es unsicher ist oder was? Naja, ich denke bei Ihnen auf jeden Fall. Bei mir in jedem Fall?
Ja. Es ist interessant, meinen Sie, oder was? Also gibt es auch Menschen, die das verstehen, was Sie da so von sich geben? Oder nicht so? Vielleicht nicht so. Ja. Habe ich mir gedacht. Ja, es ist, vielleicht habe ich irgendwelche Probleme mit Erklärungen. Ich entschuldige mich. Naja, ich denke eher, Sie haben Probleme, überhaupt zu denken oder so. Also habe ich das Gefühl. Ja, Sie haben es recht. Ja. Dann auf Wiederhören. Na, ich hoffe nicht. Hm? Na, ich hoffe nicht. Finde ich? Aha. Naja. Wäre ganz gut, wenn noch mehr so Leute wie Sie eingestellt werden, dann sollte das ja eigentlich nicht mehr so schlimm sein mit dem ganzen Betrug. Ich verstehe Ihnen nicht so gut. Ja, das merke ich. Ja. Ist mir ein Rätsel, was Sie da zu suchen haben. Versuchen was? Ja, ist mir ein Rätsel, was Sie da zu suchen haben. Okay, ich verstehe es. Das bezweifle ich. Das war's leider schon von unserem Hörspiel. Das Hörspiel ist zu Ende. Doch wenn du magst, in der nächsten Woche gibt's schon direkt eine neue Folge. Hier siehst du jetzt noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Vielleicht ist auch hier etwas für dich dabei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.